Heinrich, CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte doch noch zu Herrn Maas und zu Ihrem Thema zurückkehren, was ja unser Thema heute Morgen ist. Ich möchte ein Bild gebrauchen, und dieses kleine Glas bietet mir die Gelegenheit, das vor Augen zu führen. Sie kennen alle die Situation, man ist auf einer Party, man ist in einer Gesellschaft, und während man gerade trinkt oder irgendein Gefäß in der Hand hat, wird man angerempelt, unabsichtlich, und dann schwappt das da so rüber. Es ist jetzt öfter schon geputzt worden, aber... Und dann kommt natürlich kurz die Frage, wer ist da schuld dran, wen ich da gerade bekleckert habe? Das ist natürlich der Rempler. Aber eigentlich ist die Frage, und das war das Bild, was ist denn verschüttet worden? Was ist die Auswirkung? Was war vorher in unserem Glas drin? Und die Corona-Krise bringt das uns allen vor Augen. Auch sichtbar durch die Rede, die wir gerade gehört haben. Was steckt in uns, in unseren Gesellschaften? Ist das Misstrauen, Angst, Unsicherheit und Ähnliches? Oder ist das Solidarität, Güte, Hinschauen, Dankbarkeit und Freizügigkeit? Und das kommt dann über uns hinaus und schwappt in die Welt, in unserem Alltag, einzeln oder darüber hinaus. Corona hat uns, die ganze Welt, angerempelt. Und Diktaturen, Autokraten und Demokratien, wir alle versuchen, das Gleichgewicht wieder hinzukriegen. Und es zeigt sich noch stärker als zuvor, welche Werte uns tatsächlich wichtig sind. Ein solcher Schluck, eine solche Auswirkung ist auch, dass wir heute so zentral diese Debatte führen. Eine Debatte zu den Auswirkungen dieser Krise auf die humanitäre Situation, und dazu war dann die Leinwand zu kurz, auch auf die weltweite Lage der Menschenrechte unter dieser Situation. Denn die Krise führt schmerzhaft vor Augen, was da vorher wirklich drin war an Ungerechtigkeiten und Schwächen möglicherweise, aber auch Stärken. Und deshalb möchte ich zuerst kurz nach Deutschland zurückkehren. Ja, wir haben alle ganz viele Nachrichten gestern, heute, die letzte Woche bekommen, teilweise nicht unbedingt die netteste mitteleuropäische Art, Aufforderungen, was wir abstimmen sollen, manchmal alle 6 Minuten. Und doch ist das genial, dass das passieren darf in unserem Land. Hier darf jeder seine freie Meinung äußern, hier dürfen wir dankbar sein, das ist unsere Stärke und unsere Genetik. Und auch das schwappt heraus in unser Land. Es gibt Demonstrationen mit Sicherheitsabständen, Gerichte, die dann rechtsstaatlich eingehen auf Maßnahmen, die vielleicht ein Stück übertreten haben, und dann werden wir zurückgepfiffen. Da gibt es kritische Medienberichterstattung, die ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Und heute soll es um 2 Bereiche gehen. Zum einen um die weltweite humanitären Folgen, und da hat der Minister gerade sehr deutliche Zahlen und Bereiche genannt. Und zum anderen um die menschenrechtliche Situation durch den Missbrauch dieser Lage, durch autokratische Regierung. Man könnte auch sagen, diese Krise misst uns den Puls. Die erste Erkenntnis ist, die Ärmsten werden am stärksten betroffen. Uns schwappt Ungerechtigkeit entgegen. Diejenigen, die vorher schon am Rand standen, für die das Leben vorher bereits hart war, bekommen die Folgen am allerstärksten zu fühlen. Beispiel: In den USA trifft Corona die Afroamerikaner und Latinos wesentlich häufiger und stärker als die weiße Bevölkerung, wegen Krankenversicherungssituationen, wegen Vorerkrankungen durch schlechte Ernährung oder Niedriglohnjobs. Beispiel Simbabwe, seit einigen Wochen im Lockdown, durchs Militär durchgesetzt. Menschenrechtsorganisationen prangern das Vorgehen der Polizei an, und das ist sehr brutal. Und es ist nicht das einzige Land. Die Krise trifft mit voller Wucht die Schwächsten und Ärmsten. Menschen, die keine Stimme haben, haben weltweit am stärksten zu kämpfen. Und ich bin froh, dass wir es heute zumindest extrovertiert laut hier in den Mittelpunkt stellen. Höchst bedenklich in Zeiten von Covid-19 ist die menschenrechtlich schwierige Lage und humanitäre Situation von armen und benachteiligten Kindern, insbesondere in Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern oder auf der Straße. Besonders gefährdete Personen sind allerdings auch schon Minderheiten in Gesellschaften vorher, wie zum Beispiel auch in Europa Roma, Gruppen und Personen am Rande der Gesellschaft. Unsere Reaktion, und ich habe am Anfang die Dankbarkeit ausgedrückt, sowohl die Solidarität innerhalb unseres Landes,
aber auch die Zusagen einer weiteren Investition in die humanitäre Hilfe, bei der Logistik zu unterstützen beim World Food Programme. Jetzt die EU hat reagiert, denn die Lage birgt das Risiko, dass Menschen, die wir am Rand der Welt haben, weil die Wege abgeschnitten sind, wir sie gar nicht mehr erreichen können, auch nicht mit Hilfe. Und die Zahlen, die dabei genannt werden, sind atemberaubend. Und dann ist es nicht Corona, dann ist es der Hunger, der sie umbringt. Die zweite Erkenntnis der Pulsmessung ist, strukturelle Tendenzen werden verstärkt. Die Krise legt Schwächen offen. Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Menschenrechte sind die Voraussetzungen für diese bei uns stolze Demokratie. In der Corona-Zeit sehen wir eine steigende Tendenz der Einschränkung von Menschenrechten. Einige Regierungen nutzen die Pandemie, um Rechtsstaatlichkeit zu untergraben, zu diskriminieren oder zu zensieren, zu unterdrücken. Wir haben einige Beispiele gerade gehört. Ich habe gesagt, Polizeigewalt in mehreren Staaten, Uganda, Südafrika, Simbabwe, in Indien. Da ist zum anderen, Ungarn ist gerade genannt worden, Gerichte bekommen Kompetenzen abgesprochen, Journalisten schon gar. In Polen soll das Wahlrecht geändert werden. Und dann zeigt sich auch Schwächen beim Schutz von Menschenrechten. Die gerade genannten Roma in Europa, Journalisten werden unter Druck gesetzt, Protestbewegungen in einigen Ländern, uns fällt da immer zuerst auch China ein, werden brutal unterdrückt. Und die, die darüber berichtet haben am Anfang, dass es hier möglicherweise um einen neuen Virus geht, die sind inzwischen gestorben worden, nicht nur an Corona. Schwerste Verstöße gegen Grundsätze von Menschlichkeit und Menschenrechten. Der Schutz der Menschenrechte, sagt Markus Beko, Amnesty International Deutschland, ist in Krisen wie der globalen Pandemie von ganz besonderer Bedeutung. Und die menschenrechtliche Lage in autokratischen Systemen ist heute höchst bedenklich. Offensichtlich zeigen sie jetzt gerade ihr wahres Gesicht. Was vorher schon im Glas war, schwappt jetzt raus und wird deutlich. Das ist in der Türkei sichtbar. Da bin ich der Bundesregierung dankbar, dass es angesprochen wurde. Da werden Tausende entlassen wegen der Krankheit, aber die Politischen müssen bleiben. Und nach der Pulsmessung, was machen wir jetzt damit? Was wollen wir denn, dass aus uns rausschwappt? Wenn uns Menschenrechte und die Würde des Menschen wirklich wichtig sind, dann müssen wir jetzt laut werden. Charakter zeigt sich in der Krise, hat Ihr Parteikollege und unser Kanzler Helmut Schmidt gesagt. Was sollen wir also tun? Zum einen denke ich, den Europarat zu stärken als Hüter von Menschenrechten, indem wir den Vorsitz auch übernehmen werden im Ministerrat ab dem November. Die Ratspräsidentschaft zu nutzen ab Juli. Bei unseren Verantwortungen bei der UN wurde gerade gesagt, hinsehen, hinhören, ansprechen. Ja, da sind wir besser geworden, aber weiter zu tun. So oft reden wir unser System so schlecht, Sie haben das übrigens gerade auch getan, als es wirklich ist. Im Wettbewerb darf es nicht mehr nur um Marktmacht und Dollarzeichen gehen. Viel offensiver müssen wir Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigen, auch in unserem Land, aber auch weit darüber hinaus. Unsere Genetik, und damit komme ich zum Schluss, schätzen lernen, sichtbarer machen und gerne dann auch nach außen tragen, hineinschwappen lassen, nicht nur mit Geld, aber manchmal auch mit Wirtschaftsthemen. Krise ist oft eine Chance, neu auszubalancieren, was uns wirklich wichtig ist. Gerne auch dauerhaft und mit Konsequenzen, vielleicht sogar schmerzhaft und manchmal mit klarerer Prioritäten setzen, was dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte angeht. Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit, hier heute zu dem Thema so zentral zu sprechen. Danke. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Gütig.